Das Wort hat der Abgeordnete Richard Graupner von der AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Teilnahme an Wahlen ist gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verfassung des Freistaats Bayern das grundlegende demokratische und somit das vornehmste Recht unserer Bürger zur Partizipation am politischen Willensbildungsprozess. Staatsbürger ist aber jeder Staatsangehörige, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. SPD, Grüne und FDP möchten nun zum wiederholten Male diese Altersgrenze auf 16 Jahre absenken. Ganz abgesehen von der Petitesse, dass dafür mal eben neben der Bayerischen Verfassung auch das Landeswahlgesetz sowie das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz geändert werden müssten. Diese Gesetzesentwürfe haben gerade zum jetzigen Zeitpunkt eingebracht schon ein gewisses Geschmäckle. Während die SPD scheinbar versucht, durch Anbiederung bei der U18-Klientel ihren schwindsüchtigen Wählerbestand aufzufrischen, nutzen die Grünen die Gunst der Stunde, um den auf der Welle der Klimahysterie reitenden Teil der jungen Generation ebenfalls parteipolitisch in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und scheinbar hofft auch die FDP, im Windschatten der linken Ideologen ein paar Jungwählerstimmen abzubekommen. Nicht von ungefähr berufen sich alle in ihren Beweggründen der Entwürfe auf die Fridays for Future-Bewegung. Und machen wir doch einmal das Gedankenexperiment. Hätten Sie diese Entwürfe auch eingebracht, wenn sich derzeit gerade eine Vielzahl junger Leute dafür entscheiden würde, sagen wir regelmäßig Montagabend auf eine Pegida-Demonstration zu gehen? Die Frage stellen heißt sie beantworten. Der Gesetzgeber hat das Wahlalter aus gutem Grunde bei 18 Jahren festgelegt. An dieser Altersgrenze orientieren sich auch andere Bereiche der Rechtsordnung, etwa das bürgerliche Recht, das Jugendschutzgesetz oder das Jugendstrafrecht. Und warum ist das so? Die Ausübung des Wahlrechts setzt ein gewisses Maß an persönlicher Reife und politischer Urteilsfähigkeit voraus, um auch eine realistische Folgeabschätzung des eigenen Handelns vornehmen zu können. Genau dies ist aber bei Jugendlichen unter 18 Jahren in vielen Fällen zumindest fraglich. Gerade die Pubertät ist ein neurophysiologisch gekennzeichnet durch eine prekäre Phase der Reorganisation und Restrukturierung des Gehirns. Jugendliche sind in diesem Zeitraum leicht beeinflussbar und lenkbar. Wir erleben das ja derzeit bei der Fridays for Future-Bewegung, die in der Tradition vieler sogenannter sozialer Bewegungen Angstkommunikation mit quasi-messianischen Heilserwartungen verknüpft. Das undifferenzierte Argument, die Jugendlichen hätten am längsten unter den heute getroffenen politischen Entscheidungen zu leiden, ist entlarvend. Das mag ja noch zutreffend sein, insofern es sich bei den Entscheidungsträgern um Angehörige der SPD oder gar der Grünen handelt. Aber in der von Ihnen vorgetragenen Verallgemeinerung stellt es jedoch eine gesamte Generation unter Generalverdacht. Das Wahlrecht korrespondiert im Übrigen auch mit Pflichten, zum Beispiel der Wahrnehmung kommunaler Ehrenämter. In keinem deutschen Bundesland aber haben Jugendliche unter 18 Jahren das passive Wahlrecht. Sie können also selbst gar nicht gewählt werden. Und es ist auch keinesfalls, wie oft behauptet, zwangsläufig, dass die Absenkung des Wahlalters zu einer höheren Wahlbeteiligung führt. 48% der Deutschen sind einer aktuellen Umfrage zufolge derzeit strikt gegen eine Herabsetzung des Wahlalters und weitere 17% sehen die Absenkung eher kritisch. Wir von der AfD vertreten diese Mehrheit der Bürger und lehnen die Gesetzesentwürfe ab. Danke. Das Wort hat nun der Abgeordnete Joachim Hanisch von den Freien Wählern. Sehr geehrter Herr Präsident!